Premierministerin Theresa May ist am Brexit gescheitert und zurückgetreten. Wer folgt? Ein Deal oder ein No-Deal Brexit? Oder stürzen Abweichler die konservative Regierung? London in. Fünf Wahlrunden haben die Tory-Abgeordneten des britischen Unterhauses die Kandidaten für ihren Parteivorsitz ausgesiebt. Bis in die Woche des 22. Juli haben nun alle Parteimitglieder Zeit, über den neuen Vorsitzenden abzustimmen. Wird es Boris Johnson oder Jeremy Hunt? Wer den Posten übernimmt, wird auch der Zurückgetretenen. Premierministerin Theresa May nachfolgen und den Brexit koordinieren. Brexit. Der aktuelle Stand der Zeit läuft. Die Frist für einen Ausstieg Großbritanniens wurde bereits verlängert, doch mehrere Abstimmungen über das Abkommen. Mit der EU sind im Unterhaus gescheitert. Die EU verweigert weitere Zusagen. Das erhöht das Risiko, dass Großbritannien ohne Deal aus der EU aussteigt. Vor den Risiken fürchten sich zahlreiche Unternehmer, Politiker und Bürger auf beiden Seiten. Zudem ist die Thematik so komplex, dass selbst die Bundesregierung eigens eine Seite mit wichtigen Fakten für Unternehmer, Reisende, Auslandsstudenten und Auswanderer zusammengestellt hat. Während beide verbliebenen Kandidaten für den Vorsitz der Tory-Fraktion und die Nachfolge für das Amt des Premierministers als Hardliner beim Brexit gelten, hat das britische Parlament Maßnahmen getroffen, um einen harten Brexit zu verhindern. Es ermöglicht durch eine Gesetzesänderung, dass das Parlament auch im Oktober tagen könnte, der 31. Oktober ist der nächste Stichtag für den Ausstieg. No Deal Brexit. Was bedeutet das? Großbritannien und die EU wären extremer getrennt, als selbst die meisten Brexit-Befürworter es wollten. Erzielen Großbritannien und EU kein Austrittsabkommen, regeln die Statuten der Welthandelsorganisation, WTO, den Handel zwischen den Ländern. Zoll- und mengenmäßige Beschränkungen müssten eingeführt und die Grenzen kontrolliert werden. Die britische Notenbank fürchtet daher die heftigste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihrer Ansicht nach könnte die Währung um bis zu 25% gegenüber dem Dollar absacken. London ist eine der
wichtigsten Finanzplätze für Banken in der Europäischen Union und wichtiger Motor der britischen Wirtschaft. Um ihre Dienstleistungen in der EU anbieten zu können, brauchen Banken aber ein Standbein in einem Mitgliedstaat. Frankfurt gilt als interessanter alternativer Punkt. Ein Grund für die Blockade beim Abkommen ist das Backstop-Verfahren und Grenzkontrollen. Zwischen Nordirland und Irland zu vermeiden, müsste Großbritannien weiter die Außenzölle der EU anbinden. Mehreren Beteiligten ist unbedingt daran gelegen, die innerirische Grenze offen zu halten. Gibt es keinen Deal, können Brüssel und London auch keine Freihandelszone einführen. Erst nach Verlassen der Zollunion können britische Handelsabkommen mit anderen Ländern in Kraft treten. Premierminister Nachfolge. Wer ist Brexit-Hardliner Boris? Johnson. Einer der lautesten Befürworter für einen sofortigen, klaren Bruch ist Boris Johnson. Er ist einer der absoluten Hardliner innerhalb der Tories. Im Streit um Mays Austrittspläne ist er als Außenminister zurückgetreten. Er wollte schon lange ihren Postenpunkt, dabei ist ausgerechnet er sehr multikulturell aufgewachsen. In New York 1964 als Sohn englischer Eltern geboren, verbrachte er einen Teil seiner Jugend in Brüssel, weil sein Vater dort einen Posten beim Europäischen Parlament angenommen hat. Sein Urgroßvater väterlicherseits ist Ali Kemal, der letzte Innenminister des Osmanischen Reiches, der Atatürk verhaften ließ. Johnson war zweimal verheiratet und hat mit seiner zweiten Frau 4 Kinder. Mehrfach musste er sich wegen ausfälliger Worte entschuldigen und verantworten. Boris Johnson wollte schon immer der König der Welt werden. Es heißt, schon als Kind habe er der König der Welt werden wollen. Nach seinem Studium in Altertumswissenschaft an der Universität Oxford arbeitete Johnson als Journalist, unter anderem für The Times. Wolverhampton Express und Daily Telegraph, für den er von 1989 bis 1994 als Korrespondent aus Brüssel berichtete. Er stieg zum Mitherausgeber der Zeitung auf und wurde schließlich Hauptherausgeber des Wochenblatts T-Spectator. Erstmals von sich reden machte er als aufmüffiger Bürgermeister von London. Bei der Wahl zum Parteichef gilt er als Favorit. Bisher konnte Johnson immer die meisten Stimmen für sich gewinnen. Er ist allerdings auch ein Risiko für die Fraktion. Mittlerweile formiert sich pro-europäischer Widerstand.
wurde er Regierungschef, hätte er im Unterhaus nur eine knappe Mehrheit von 3 Stimmen. Nur 2 Abweichler würden reichen, um die Regierung bei einem Misstrauensvotum zu stürzen. Anführer des Widerstands könnte der noch amtierende Finanzminister Philipp Hammond sein, der bereits ankündigte, alles dafür zu tun, um einen harten Brexit zu vermeiden und der sich schon offen für ein erneutes Referendum zeigte. Premierminister Nachfolge. Wer ist Jeremy Hunt? Der 52-Jährige galt lange als Mann ohne Eigenschaften. Aber im Ringen um den Vorsitz der Tories hat sich Hunt als aussichtsreichster Gegenkandidat zu Boris Johnson erwiesen. Er tritt ruhiger auf als sein Konkurrent. Hunt stammt aus einer Militärfamilie, sein Vater war Vizeadmiral Sir Nicholas Lundstrahlsham. Hunt und von 1985 bis 1987 Oberbefehlshaber der Flotte der Royal Navy. Hunt besuchte die Elitschule Carteris in Guderlingen und studierte in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft. Anschließend arbeitete er als Unternehmensberater, versuchte sich als Lehrer für Englisch in Japan, wurde, zurück in Großbritannien, Mitarbeiter und Anteilseigner der Public Relations Firma Profile Bureau. Seine Anteile an der Firma verkaufte er aber und gründete das große Verlagshaus Hot Courses in die Politik. Fand er erst 2005, wurde unter Cameron 2010 Minister für Kultur, Olympia, Medien und Sport, 2012 Leiter des Gesundheitsressorts und folgte Boris Johnson nach dessen Rücktritt. Ins Amt als Außenminister. Auch er gilt als Hardliner, obwohl er 2016 noch zu den vorsichtigen Befürwortern eines EU-Verbleibs zählte. Nach den ersten Verhandlungsrunden hat er sich aber klar für den Brexit ausgesprochen, wegen der Arroganz der EU-Kommission. Eine für den sonst so diplomatischen Menschen ungünstige Aussage, die weiteren Verhandlungen ziemlich erschwerte. Brexit. Was bisher geschah 2016.